Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Video und herzlich willkommen in, traust mich gar nicht zu sagen, wir befinden uns in Tokio. Einfach Tokio. Wenn es bei euch 0 Uhr nachts ist, ist es bei mir 8 Uhr morgens. Wir sind 8 Stunden vor. Ihr seid 8 Stunden zurück. Wir befinden uns auf der Harajuku Street. Hier gibt es auf jeden Fall Fashion und allerlei Sachen, Klamotten, Designer, Secondhand-Sachen. Eine sehr, sehr interessante Straße. Wir werden einfach in diesem Video einen 22.000 Euro Schuh in der Hand halten. Viel Spaß dabei. Das hier, verehrte Zuschauer, sind Nocta Handschuhe. Das ist das Nike und Drake Collabo. Die kosten hier 11.000. Wie viel war das? 70 Euro. 70 Euro. Bisschen zu klein. Aber geil sind die schon. Aber ich kann meine Hand nicht mal zusammen machen. Aber geil sind sie schon. Auch das Leder, fass mal an. Wenn die neu wären und in der richtigen Größe wären, ist ein krasser. Wie so ein Football-Handschuh sind die. Ja, genau. Die sind gar nicht so teuer. Nein, 165. Die sind auch, glaube ich, alles nicht so selten, oder? Doch, die gibt es halt eine gewisse Anzahl, glaube ich. Und deswegen ist der Preis auch so hoch. Der kostet 576.000 Yen, das sind über 4.000 Euro. Die ist aber geil. Off-White feiere ich einfach nicht so. How much? 77.000. 500 Euro. Ja. Das macht einfach keinen Spaß, Bruder. Das macht keinen Spaß. Das würde mir so wehtun, einfach für eine Jacke so viel Geld auszugeben. Also die Auswahl hier an Schuhen, an Klamotten. Wir sind jetzt, das ist der dritte Laden, in dem wir drin waren. Wir waren gerade noch im Billionaire Boys Club. Und davor in einem Laden, den wir nicht kennen. Loco hier. Was kostet diese Cap? 30.000, ja so. 30.000 kostet die? Sind 200 Euro. 200 Euro, 250 Euro. Damn. Die North Face, die Jacken, Alter. 110.000? 600 Euro. North Face ist auch so böse abgegangen irgendwann, gell? Das war nicht so. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Wir befinden uns auf jeden Fall auf der sogenannten Harajuku Street. Das ist so die Straße für junge Mode. Hier soll man anscheinend wirklich alles finden. Auch wenn man sich hier umschaut, es sind schon sehr viele Leute in Japan, oder ich würde jetzt mal nur für Tokio reden, was ich bis jetzt gesehen habe, unauffällig gut gekleidet. Das heißt, man sieht es nicht immer auf den ersten Blick, sie sind nicht mit Marken direkt so voll geprintet, sondern die haben schon Stil, aber du musst es auch ein bisschen kapieren. Für alle Leute, die nach Tokio reisen. Es ist nicht so einfach, so typische Getränke zu finden und die direkt zu kapieren, die einem schmecken. Aber dieses Getränk schmeckt ganz gesund und sehr, sehr lecker. I'm searching for some sweets, yeah? Was denkst du? Schwer zu sagen, aber würde ich nehmen. Willst du, dass die sauer sind? Sauer, süß, fruchtig. Ja, doch, müsste hinkommen. Drück mal drauf, sind die hart oder weich? Weich. Ja, dann ist schwer, dass die sauer sind. Meistens sind härtere Sachen sauer. Was ist das für eine Theorie, aber die ich gerade aufgestellt habe? Hier ist zum Beispiel ein ganz normaler Family Mart. Ich finde hier so Fried Chicken und allerlei Sachen, die ich selber nicht mehr kenne. Aber die liegen falsch rum drin. Woran siehst du das aber, dass die falsch rum liegen? Hier ist das Ende, da hinten ist der Anfang, das sieht man doch. Kennst du dich aus mit Würsten? Wie heißen die? Hai Chu. Gesundheit. Wie heißen die aber jetzt? Hai Chu. Gesund. Das hat Lukas genommen. Lukas sehr schlecht, was Getränke auswählen angeht. Was redest du? Einmal hatte ich ein schlechtes Getränk und seitdem sagt er, ich bin sehr schlecht, was Getränke auswählen. Locker viermal. Mango, Pepsi Max, ich die kann ich mich nicht mal mehr erinnern. Das war das einzige Mal und seitdem bin ich ein schlechter Getränkeauswahl. Ich habe hier eine Kyoto Lemonade. Mindestens eine 8 von 10. Ist trotzdem geil. Ist trotzdem geil, aber keine 8 von 10. Doch, ist eine 8 von 10. Was ist das aber? Ist es Kaugummi oder was? Ich würde mir empfehlen, empfohlen von jemandem. Es sieht aus wie ein Kaugummi, aber ich glaube, es ist kein Kaugummi. Könnte auch ein Kaubonbon sein. Das ist schon ein sehr geiles Kaubonbon, wenn man da wirklich chewen kann. Chewy things. Von my baby girl. Man weiß beim ersten Biss gar nicht, ob es Kaugummi oder Ding ist, gell? Könnte aber auch eine europäische Süßigkeit sein. Ja. Boah, die sehen gut aus, Bro. Du hast gut gewählt. Nüdel. Pini. Bisschen saurer noch, Alter. Aber die sind schon gut, Bro. Die sind weicher als die grünen Äpfel. Aber trotzdem so sauer wie die grünen Äpfel. Ja, stimmt. An dir, ja, stimmt. Fool's Judge heißt der Laden, Tokio. Direkt Justin Bieber. Oh, das ist auch schon wieder so ein Laden. Wow. Jalla. Hast du gehört, was er gesagt hat? Also, what the fuck? You can buy a house for that. Aber so sehen Läden halt immer aus. Alles schön clean, alles schön nice. Hi. North Face Supreme Collabo. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr geile Jacke. Ja, sind, die sehen halt ein bisschen so Racer-mäßig aus auch. Wow, der ist sogar unterschrieben. From who? Kanye West. Echt? Ja. Aber seit 2 Wochen ist der Preis, da fallen 2 Nullen weg.
Was, Virgil hat den unterschrieben? Ja, der ist von Virgil Abloh. Design da oben. 2008. Und Virgil Abloh, von dem Designer, der verstorben ist, 3,3 Millionen kostet dieser Nike Presto. Junge, der Schuh kostet 22.000 Euro. Also Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der Schuh kostet 22.000 Euro. Ich habe gerade zu ihm gesagt, hey, ich komme in 10 Jahren wieder, um mir diesen Schuh zu kaufen. Dann sagt er, ja, kannst du machen, aber dann wird der Schuh wahrscheinlich 50.000 kosten. Was sind 36.000 in Euro? 200, gell? Ich habe gedacht, die gibt es hier ein bisschen billiger. Die sind genauso teuer wie bei uns in Europa. Ich mag die eh nicht. Do you have different sizes of this one? Das ist das Problem, Leute, natürlich in Tokio. Das ist eine 9,5 und ich habe Schuhgröße 12,5. Das ist echt schade. Ich weiß, viele fühlen diesen Schuh nicht, aber ich finde den einfach nice. Do you have this one different sizes? Ja, also natürlich auch an alle Leute, die irgendwie so Schuhplugs kennen oder sowas. Wir brauchen diese Connection. Darf sich jeder gerne melden. Das hört sich echt an, als wie ein Gameboy, gell? Ja, das ist auch gebraucht, auf jeden Fall. Cap ist aber nice. Zu klein, du brauchst da locker eine 45. Lukas will auf jeden Fall so Slice haben, irgendwann, früher oder später. Zeig mal von hinten, die Hacke. Ah, scheiße. Okay, arigato. Oh, danke. Bye, bye. Es ist aber schon geil, auch hier durchzulaufen, oder? Durch diese Straßen so. Und auch so viel, also das waren jetzt, ich glaube, der andere Laden war so 40 Meter weiter vorne. Es ist zwar immer Second, was ich aber eigentlich ganz geil finde. Du hast so ein paar neue Sachen und ein bisschen Secondhand. Ja, voll. Das heißt, wenn du teure Sachen tragen willst, kannst du sie auch ein bisschen billiger finden. Hast sie halt nicht komplett neu. Wir schauen einfach wirklich in Stores rein, die uns von außen ansprechen oder halt auch nicht. Aber der Laden sieht auch nicht schlecht aus. Die Sache ist halt, wenn ihr so groß seid wie der Typ oder ich, dann ist es halt auch oft sehr schwer, Sachen im asiatischen Raum, würde ich jetzt mal sagen. Das ist meine Theorie. Wie sagt man, der Durchschnittsmensch ist einfach kleiner. Das ist aber nur eine Theorie. So viel waren wir noch nicht shoppen. Also. Genau. Wir werden es noch herausfinden. Ihr wisst ja, wir lieben Sonnenbrillen. Schauen wir uns um. Aber die werden hier auch alle so tuit geschnitten sein. Tom Ford, Bruder, wollte ich schon immer haben, Alter. Und wie let's get looking at. Der Winkel ist immer schlecht bei denen. Siehst du es von der Seite? Ja, aber das ist der Style von denen. Das ist diese Oldschool Ray-Ban. Nothing special. Müsste ich immer wieder größer sein für mein Herz, Alter. Wenn ich so dein Lehrer wäre, würdest du mich ernst nehmen oder nicht? Die wird böse kommen jetzt. Das sag ich dir gleich. Die ist krass. Mhm. Kostet die 500 Euro? Nein. 300, glaube ich. 350. Ich habe gedacht, 140.000 sind 100 Euro. Nee. 500.000. 100.000 sind 70 Euro. Boah, ist diese Brille nice, Alter. Boah, die könnte ich so rocken, Alter. Ich will irgendwie so eine coole japanische Marke, Alter. So ja, guess, macht keinen ich hab keinen Sinn, Bock, hier Designer zu kaufen. Ne? Celine zu kaufen. Die ist wild, ich weiß jetzt schon. What brand is it? Japanese? Yes. Alain Miko. Yes. Mikli. Luciano looking at. Die sitzt auch übelst schön stramm hier und sowas. Was sagst du? 1 bis 10? 8. Eine 8? Was sind 39.000? Ich kann mir einfach das nicht viel, Bruder. Auch so 200, 300, gell? 280. Aber ich sag dir ehrlich, die sieht man schon, Alter. Wenn man sie in der Hand hat, fühlt die sich nicht an nach so 280 Euro. Schau mal weiter, verstehst du? Da ist irgendwie Schmuck drin, Friseur. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung, Bro. Der Laden heißt Blü. Ein paar Sachen gesehen so. Ich weiß jetzt nicht genau, was uns da drin erwartet, aber schauen wir rein. Ja, ja, ja. Aber so ein Polunder Ting kann man immer rocken eigentlich. Mhm. Boah, die Jacke ist aber nice, Mann. Ich wusste, dass du das jetzt sagst. Wusstest du wirklich? Ja. Die ist doch auch nice. Ja, ich weiß eh. Don't tell me what to do then. Aber es gibt Dinge, die beeindrucken dich noch so speziell und das ist eine davon. Weil Randy will immer wie ein Müllsack aussehen. I probe one on. Okay. Perfekt. Man versteht sich hier in Japan. Müllsack, ich komme. Bro, tu Müllsack. Ist es real leather or synthetical? Leather. No leather. Fake. Fake Leather. Ah. Die meisten Rollies, die in München Leute tragen, sind auch fake. Somit kann ich auch Fake Leder tragen. Verstoschen. Service. Ah, die Jacke ist zu eng. Naja. Ich fühle mich wie Conor McGregor gerade. Aber es, boah, es wäre eine böse Jacke. Do you got this bigger? Nein. No? Ich muss erst vor dir die geile dafür. Das ist eine geile Farbe. UCLA Jacke. Was sagt ihr? Ich weiß noch nicht, wie oft ich sie rocken würde, weißt du, ich meine? Das ist eine böse Jacke. Diese Jacke ist eine 10 von 10. Irgendwie können sie sogar ein bisschen kleiner sein, gell? Nur die Ärmel, Bruder. Ja, ja, aber ich glaube, die ist extra so geschnitten, Bro. Ja, ja. Das ist ein kranker Schnitt. Costa Quanta? Ja, dann. Ja, einmal zumachen und schauen, wie das aussieht. Mach einmal so. Ankerarme.
man kann den Arm gar nicht komplett hoch machen, gell? Weil das hängt hier schon. Das ist ein bisschen zu heavy bei mir. Ich bräuchte eine Größe kleiner. Wenn die Jacke mir gepasst hätte, ich hätte sie direkt gekauft. Warte, Gato, bye bye. Was ich straight sagen kann, ist, wenn Lukas diese Jacke nicht kauft, der wird sich in den Arsch beißen. Wenn ihm eine Größe gegeben hätte, ich hätte sie gekauft direkt und vor ihm, damit ich sie habe und er nicht. Die ist richtig geil, die Jacke, aber es ist noch kein so ein, ich kaufe sie sofort. Ja, die ist halt schon was Besonderes, also es ist ein Hingucker, so. Das fällt sofort auf, wenn du die trägst. Ich kauf sie doch. Ganz kurz, cool, okay, jeder von uns kennt StockX. Hier gibt es einfach einen Laden für StockX. Sieht voll unreal aus, gell? Akne hätte bereucht, dass wir nicht in Schweden reingehen müssen. Sweden. Acne, mein Jacket von Sweden. Lazy Hazy Planet, Freunde. Wir schauen rein einfach. Wir haben nichts zu verlieren. No Cap Club. Die ist nice, Bruder. All black everything, weil ich habe ein Geschäftsmeeting. Kauf ich finde, das sehen andere geil aus in dem Regal, aber sieht trotzdem gut aus. Das ist, wenn man einem sagt, die sieht scheiße aus in nett. Prince of Bel-Air. Die müsste man so tragen, das wäre so eine Cap. Und man müsste hübscher sein. Wirklich Fresh Prince, ja, du musst ein bisschen hübscher sein. Danke. Diese gelbe ist doch geil. This one, die ist mir zu eng schon. Die ist schon besser. Sitzt. Die ist zu schmal, dieses Teil hier vorne ist zu kurz, es muss breiter sein. Was sagst du, müsste breiter sein? Das ist so spitz nach vorne wie eine Zunge. Ja, Freunde, vom Designer der Laden ist ziemlich hell gemacht. Es geht schon wirklich, es geht bis ganz hinter. Wir schauen uns jetzt einfach um. Ich bin auf jeden Fall immer noch auf der Suche nach einer Cap. Junge. Montclair, ich hab den ganzen Laden noch nicht ganz gecheckt. Der Laden hat alles, von teuren Marken bis zu etwas günstigeren Sachen. Aber geiles Zeug, wirklich geiles Zeug. Klein, gell? Das ist die Größe. Ich zeig dir jetzt das übelst geile Dickies-Teil. Wäre safe und freshes Teil. Schau hier links. Jetzt pass auf, das ist aber Workwear anscheinend. Hier. Es sieht aber echt nach Workwear irgendwie aus, so ein bisschen. Ja. Ist eh cool, aber jetzt. Ich habe irgendwie gedacht, dass hier auch Dickies in Gelb steht, aber tut's nicht. Hier gibt's halt auch so richtig, so Asian-Mode, finde ich. So ein bisschen abgespaced dann noch. So. Also bis jetzt hat sich auf jeden Fall meine Theorie bestätigt. Größen ist ein bisschen. Lukas hat hier auf jeden Fall einen. Sehr, sehr krankes Piece. Diese Jacke ist wie gemacht für den Bruder. Beautiful. Beautiful. It looks good on you, fam. Wenn ich nur ein bisschen eingeht, bin ich einfach sauer, Alter. Das hat kein Problem, dann nehme ich die schon. Ich gebe dir dann 20 Euro dafür. Ja, Mann, wir haben den ganzen Laden durchgeschaut und jetzt nehmen wir die ersten Sachen, die wir hatten. Ja, voll. Ja, du kannst immer wieder eins rausnehmen. So. Als Foreigner, wenn man seinen Reisepass oder irgendein Ausweisdokument als Foto oder dabei hat, kriegt man tax-free. Ja, keine Steuern. Und das sind 10%. Müssen wir jetzt die Steuern aber bezahlen, wenn wir einreisen? Bye bye. Bruder, dieser Sound so, ich komme mir gerade so vor, als wäre ich der Gamer, what the fuck? Die haben extra lauter gedreht, bin ich das. Das war gerade der Ausgang überhaupt. Ja, Leute, ich würde das Video jetzt auch beenden schon wieder. So, das war ein kleiner Shopping-Day mit uns. Ihr habt ein paar coole Sachen gesehen, ein paar teure Sachen, ein paar sehr, sehr teure Sachen. Tokio, wir sind auch selber noch nicht sehr lange hier. Vielleicht kommt noch mal so ein Video, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ja, Tokio ist wunderschön. Hast du noch was zu sagen? Kuss geht raus, Kuss geht rein. Spoist and Sluist. Erinnert ihr euch an den Vlog, wo wir euch erklärt haben, wie wir funktionieren? Es ist der Moment gekommen, Lukas kauft den nächsten Schuh, den ich habe. Ich habe diesen Schuh in einer anderen Farbe.